Servus Leute, ich war mal wieder auf Streets unterwegs und habe ein bisschen die MP7 wieder ausprobiert und was soll ich sagen, ich habe mich ja sozusagen neu verliebt. Ich war im Autohandel, wollte eigentlich Carban killen, der war nicht da, aber dann kam der ein oder andere PMC, eine PMC-Gruppe und ich wurde da etwas belagert, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall hat die Waffe einen sehr guten Job gemacht und das Ganze auch auf Distanz, aber werdet ihr gleich sehen, schaut es euch an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Gut, auf geht's. Na, irgendjemand hat es gestern schon geschrieben, von daher weiß ich, ob du es warst. Meine Antwort war, mit dem Helm sieht man so schlecht. Jetzt würde ich es natürlich sofort machen. Cabanossi, die alte Kampfwurst. Wahrscheinlich dort zu sein. Oh ja, der Schatten. Ich vergaß. Ich wollte gerade sagen, man ist so schön leicht mit einer MP7, aber die zwickt nicht sehr. 11,2, das ist schon echt schwer. Hier ist gerade einer rein. Hier ist gerade einer rein. Weiß nicht, ob es ein Skeff war. Ob er jetzt hier irgendwo sitzt. Wäre typisch, wenn jetzt hier einer auf der Kreuzung ist und ich eine MP7 in der Hand habe. Ein Spieler. Auf der Straße rumhampelt. The fuck. Wir können da einfach durch. Der steht einfach vorne auf der Straße. Krasser Dude. Keine Ahnung, ob ich den hab oder nicht, oder?
Was zur Hölle, ey? Hampelt der da oben auf der einfach auf der Straße rum? Ich kann ihn nicht wirklich sehen. Ne, der ist weg. Krass. Da ist er. Jetzt ist er tot. Es müsste ein Headshot gewesen sein. Ziemlich sicher. Moin, Sturmteufel. Jetzt hat hier rausgehen, ist halt irgendwie keine Option. Oh, passt schon, Sturmteufel. Eigentlich alles gut. Der nächste. Ja, ist ganz gut, die MP7 so. Servus Mucki, habe die Ehre. So. Gehen wir über den Supermarkt. Jetzt einfach rausrennen, ist wahrscheinlich nicht drin. Aber Richtung Collapse Crane kommen wir wahrscheinlich raus. Ich hab fast das Gefühl. Wo kommst denn du her, Mann? Wo war er denn? Hüpf. Mutiger Push von ihm. Ohne Mist, ich würde. Mich würde es mal schwerstens interessieren, wo der herkam. Ich glaube, der hat sich angeschlichen. Ich habe nicht hinten was reinrennen hören. Ich dachte, das wäre ein Scav gewesen. Aber ich habe erstmal gedacht, okay, Scav. Spieler bewegt sich anders. Aber war das ein Spieler? Ja, wenn das Rohr glüht, muss man hin und wieder mal ein bisschen langsam machen, ne? Aber glühen ist noch okay. Wenn es brennt, dann wird es gefährlich. Da musst du aufpassen. Oh Mann. Ah, Firmware und so Schriftart, okay. Na dann, sehr schön. Ja, ist doch gut. Besser als zurückschicken. MP7 geht eigentlich ganz gut, bis auf das, dass die Leute nicht direkt umfallen. Wenn du nicht direkt das Gesicht erwischst. So, von da vorne rausgehen ist, glaube ich, schwierig.
Was für eine Schussrate? 900, glaube ich. Bin immer perplex von dem einen, der da so angeflogen kam, ey. 950. Positive Potato, dankeschön. Ist echt guter Support, wirklich. Also es sind immer, wie gesagt, 1-5%, je nachdem. Oder vielleicht auch mal 6%. Vom Netto-Bestellwert. Der denkt auch, ich stehe die ganze Zeit hier. What the fuck ist denn hier los, ey? Oh, da ist einer. Das ist nicht sein Ernst. Da ist er, hier dahinter. Komm schon. Ah, der läuft hinten raus. Fuck. Autsch. Was ist hier eigentlich auf der Seite los, ey? Aussucht sein Safe, ja, haben wir schon gut. Kinder zu looten ist natürlich hart. Den habe ich auch. Da war er. Ja, ja, oben am Fenster. Habe ich gesehen. Hab ihn. Es wusste er doch, dass man so schauen kann. Ich glaube, das ist eine Vierer- oder Fünfer-Truppe, die ich da drüben habe. Die jetzt hier so langsam reinpreschen. Pushen. Dass ich so viel Ammo dabei habe. Gatsch, was ist los hier? Stellt euch mal vor, ich wäre so nichtsahnend da vorne hier jetzt rausgelaufen. Ich werde nicht beschossen.
Pferd beschossen. Nicht sein Ernst, ey. Moment, das ist eine Vierer-Frontplate. Wie soll ich eine Vierer-Frontplate an? What the fuck? Wieder ein Safe, ja. Hier hinten ist auch einer reingekommen. No! Keine Nate mehr, GG. Der ist hier hinten links drin. Muss mir schnell den Nate looten. Wieder saved. Dritter saved. Der Ulacht macht heute aber richtig, richtig Arbeit, ey. Was? Nächsten Spieler. Der Ulach macht heute richtig was. Okay, ich brauche die andere Waffe von dem. Holy moly, ey, ganz schön Party hier. Ich hab noch nichts gelootet oder so. Okay, jetzt können wir den einen dann endlich mal pushen, würde ich sagen. Ganz schönes Schlachtfeld.
eine schlechte Pose, um hängen zu bleiben. Die Leiche liegt gut von dem Typ, ja. Besonders weil da schon einer auf mich geschossen hat. Wollen wir uns fahren lassen? Komm. Ah, shit, fährt gerade weg. Ich sag kurz, dass der weg ist. Wendet erst, ja. Okay, schießt nicht auf mich. Auf geht's. Go, wait. Oh boy. Wird die Tür zugemacht? Einer ist hier noch, der die Leichen campt. Steppen. Auf der Straße steppt was. Alright, weiß nicht, wo der ist, ey. Ob der sich verpisst hat. Ist eine Yellow. Habe ich jetzt zwei Leute erschossen? Nee. Der jetzt noch hier ist, ne? Den hab ich. Oh,
Das war auf jeden Fall meiner. Okay, ich glaube, der hat sich verpisst. Der die Leute gelootet ist weg. Gehen wir auch Richtung Exit. Eieiei. Wie viele Leute habe ich gekillt? Waren einige, ne? Nix gelootet, nur PvP und 3 Helmabpraller. Solide. Erstmal 3-mal vom selben Ulach gesaved worden. Muss man erstmal zusammenbringen. Aber dafür, dass ich die MP7 bloß mal ausprobieren wollte, lief es doch ganz okay. Oder? Das könnte schlimmer sein. Da ich richtig Speicher bin. Oh ja. Ich meine, gut, es war dreimal wahrscheinlich nicht ganz so gute Ammo. Also bei dem einen Mal war es auf jeden Fall scheiß Ammo, die geht auf keinen Fall durch. Pass auf, ja, ja. Kevinia, danke schön für den Prime, danke, dass du bei mir lässt und willkommen zu Genau Falle. Geht's aus. Danke für den Support mit 17 Monaten. Das lief mehr wie okay. Ah, Leute, hier machen wir mal Hallo YouTube, ne? Verewigt euch mal. Das war doch ein äußerst brauchbarer Raid. Mal sehen, wie viele Kills. Ich denke 5. Vielleicht 6, keine Ahnung. Ich habe den Überblick verloren. Waren auf jeden Fall gute Fights. Und wo kam der eine her, ey? Wo kam der eine her, der mich da so angesprungen hat? Naja, Fragen über Fragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kills. Keine Ahnung, wer der war. 1, 2. Wer war denn der Erste? Ah, das war einer drüben, ne? Also 6 Kills. Jo. Kann nicht meckern. Gute Streets-Runde. Schönes MP7 PvP. Wie man es haben will. Inside,